Jesus Christus spricht: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe in Ewigkeit. Amen. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt ein Werk seiner Hände. Amen. Herzlich willkommen zu unserem Ostergottesdienst aus der reformierten Kirche hier in Uelsen. Schön, dass wir heute gemeinsam feiern. Wir feiern Ostern anders als sonst. Nicht gemeinsam in der Kirche, sondern an vielen Orten, jeder im eigenen Haus. Und trotzdem sind wir eine Gemeinschaft, verbunden durch Gottes Heiligen Geist. Das symbolisiert in jedem Gottesdienst der Abendmahlstisch, um den wir uns versammeln, und heute noch einmal besonders das Abendmahlsgeschirr, das wir aus der Kapelle in Egge hier nach Uelsen geholt haben. Wir feiern heute zwar nicht das Abendmahl zusammen, aber wir feiern Ostern, auch in diesem Jahr. Denn die Erinnerung an Tod und Auferstehung Jesu, an den Sieg der Liebe über den Tod, an Hoffnung, die sich durchgesetzt hat, an Gemeinschaft, die wieder entstanden ist, das macht uns Mut, auch in unseren heutigen Zeiten. Lasst uns beten. Guter Gott, ganz anders feiern wir in diesem Jahr. Die Kirchenbänke, auf die ich blicke, sind leer. Wir feiern Gottesdienst von zu Hause aus, auf dem Sofa oder am Küchentisch. Und erst einmal fühlt sich das komisch an. So haben wir dieses Fest bisher nicht gekannt. Guter Gott, ich fühle mich heute Morgen den Frauen sehr nah, die am Ostermorgen zum Grab kamen. Auf einmal war für sie alles anders. Der Mensch, den sie geliebt hatten, war nicht mehr da. Auf einmal waren sie ganz allein. Aber dabei ist es damals nicht geblieben. Das leere Grab ist für uns zum Hoffnungszeichen geworden. Denn du, Gott, warst ja immer noch da. Das Leben der Jünger mit Jesus ging weiter. Der Tod hatte nicht das letzte Wort. Du hast neue Gemeinschaft entstehen lassen, wo kein Mensch damit gerechnet hat. Guter Gott, darum bitten wir dich auch heute. Sei bei uns und verbinde uns durch deinen Heiligen Geist. Lass nicht zu, dass der Abstand, den wir voneinander halten, uns auch in Gedanken voneinander entfernt, sondern stärke gerade jetzt unsere Aufmerksamkeit für die Menschen, mit denen wir unser Leben teilen. Lass uns Gottesdienst feiern als deine Gemeinde, als Teil deiner Kirche aller Orte und Zeiten und stärke uns an diesem Osterfest in der Gemeinschaft miteinander, die du uns schenkst. Amen. Thank you.
Als Kindergartenpastor bin ich im letzten Jahr auch in den Kindergärten unseres Kirchspiels gewesen und habe die Passions- und Ostergeschichte erzählt. Und das möchte ich heute auch wieder tun. Zuerst ein Esel. Auf diesen Esel ist Jesus nach Jerusalem geritten. Er hat seinen Jüngern gesagt, seinen Freunden, sucht einen Mann in diesem Dorf, wo sie gerade waren, und der hat ein junges Eselchen. Und das bringt mir her. Und ich reite dann in diese Stadt hinein, nach Jerusalem. Und so war es. Sie brachten ihm diesen Esel und Jesus ritt auf diesen Esel in die Stadt Jerusalem. Und alle waren froh, alle jubelten. Hosianna, Halleluja, willkommen Jesus, schön, dass du bei uns bist. Und alle waren froh. Und sie nahmen ihre Kleidung und legten sie auf den Boden. So, dass der Jesus, der Christus, nicht schmutzig werden würde und der Esel auch nicht schmutzig werden würde. Und sie nahmen Palmen, rissen Zweige ab und legten sie auf die Straße. Und diese ganze Straße war voller Kleidung, voller Palmenzweigen. Das muss ganz, ganz toll ausgesehen haben. Und so zog Jesus, bejubelt von den Leuten, in die Stadt. Und dann, abends, da saß er mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern zusammen und hat das Passafest gefeiert. Ein Festmahl, ein ganz besonderes. Und zu diesem Mahl, da wurde Traubensaft getrunken und noch ganz viel anderes wurde gegessen. Und Jesus nahm den Traubensaft und sagte, dieser Traubensaft, der soll stehen für mein Blut, das vergossen wird. Und dann nahm er ein Stück Brot und sagte, dieses Brot, das soll stehen für mich, für meinen Leib, für meinen Körper, der gegeben wird. Seine Jünger, die haben das doch gar nicht verstanden. Wie sollten sie auch? Und nach dem Essen ging Jesus mit ein paar von seinen Freunden hinaus in einen Garten. Gethsemane heißt er. Er wollte nämlich beten. Ganz in Ruhe. Seine Freunde, zu denen sagte er, setzt euch hier hin und wartet. Und dann ging er zu einem Felsen und hat gebetet. Und er hat zu Gott gebetet. Lieber Vater, wenn es irgendwie geht, dann lass das, was passieren wird, an mir vorübergehen, dass es nicht passiert. Aber dein Wille soll geschehen. So hat er das gesagt. Und als er dann wieder zu seinen Freunden ging, da haben sie geschlafen. Und da war Jesus traurig. Und er sagte, nicht mal so lange könnt ihr mit mir warten? Und dann kamen Leute und nahmen ihn gefangen, die Soldaten, hier mit einem Seil. Sie fesselten ihn. Und einer von seinen Freunden, der hat ihn verraten. Und er bekam dafür Geld. 30 Silberlinge heißt es.
Und Jesus, der ging eben mit. Er musste ja. Er war ja gefangen genommen. Und dann waren sie ganz traurig zu ihm, ganz fies zu ihm. Sie lachten über ihn und sagten, ha, was fällt dir ein? Du willst zu groß sein und bist auch klein. Und sie setzten ihm eine Dornenkrone auf, um ihn zu verlachen. Und sie sagten dir, ha, du kannst doch nichts, du bist doch nichts, du bist doof. Vielleicht kennt ihr das. Und dann wurde er am Kreuz aufgehängt. Und an diesem Kreuz, da starb er auch. Alle waren traurig. Seine Freunde, seine Jünger, die waren schon längst weggerannt. Die konnten das nicht mit ansehen. Die waren so traurig über das. Nur drei Frauen, die waren da. Die waren mutig und haben es mit ausgehalten. Und dann wurde Jesus begraben. In einer Höhle, weil man das damals in Israel so machte. Und vor dem Grab wurde ein großer Stein hingelegt. Und alles schien vorbei. Nach drei Tagen, da wollten diese Frauen dann nochmal zu Jesus hin, ihm etwas Gutes tun, weil er hat auch so viel Gutes getan, Jesus, so viel Gutes für die Menschen, hat so gut von Gott erzählt, hat den Menschen gut getan. Und sie waren so traurig und sie wollten ihm noch etwas Gutes tun. Noch einmal salben, noch einmal mit wohlriechenden Salben ihn einreiben. Und sie kamen hin. Aber was war das? Das Grab, da war der Stein fort. Und auf dem Grab, da war auf dem Stein, da saß ein Engel. Einer mit weißem Gewand, vielleicht war es ein Engel. Und er sagte, was wollt ihr denn hier? Denkt ihr, Jesus liegt hier noch begraben? Nein, Jesus ist auferstanden, er lebt. Und diese Frauen, diese Freundinnen, die konnten es gar nicht fassen. Die waren ganz baff und waren ganz entsetzt und sie liefen weg. Das ist die Geschichte von der Passion und vom Ostermorgen. Liebe Gemeinde, Jesus lebt. Er ist von den Toten auferstanden. Davon erzählt das Osterfest. Was das wirklich bedeutet, das kann man an einem Tag nicht ausschöpfen.
Selbst eine Woche reicht dazu nicht. 7 mal 7 plus einen Tag feiert die Kirche Ostern. Bis Pfingsten, was ja nichts anderes heißt als 50 Tage. Und dieser Zeitraum ist nicht irgendwann später einmal festgelegt worden, dass da sozusagen erfahrene Lehrer in der Kirche gesagt haben, naja, nach unserer Erfahrung brauchen Menschen normalerweise so lange 50 Tage, um halbwegs zu begreifen, was Ostern bedeutet. Nein, Jesus Christus selbst ordnet das so an. Nach dem Ostermorgen, wir haben gerade den Anfang der Erzählung gehört, der Bericht der Frauen vom leeren Grab, erst noch mehr Unglaube als Glaube, auch Angst, werden sie uns vielleicht doch auch noch verhaften. Dann kamen aber mehr und mehr weitere Begegnungen mit Jesus, die immer als Jünger, dann der ganze Kreis der Jünger, am Ende auch Thomas, der ihn sah. 40 Tage, so berichtet uns der Evangelist Lukas, schenkte der Auferstandene seinen Jüngern Zeit. Zeit zum gemeinsamen Lesen in den Heiligen Schriften, dass sie merkten, das steht da wirklich vorausgesagt von Jesus. Zeit zum gemeinsamen Brotbrechen mit ihm, zum neuen Hören auf Jesu Botschaft vom Reich Gottes, was das wirklich bedeutet. Und dann? Und dann, als die Jünger endlich merkten, jetzt haben wir es kapiert, jetzt haben wir es begriffen, jetzt können wir loslegen und es in aller Welt den Leuten sagen, Jesus lebt. Da wird ihr Meister noch einmal ganz streng. Liebe Gemeinde, das ist mir in diesem Jahr mir zum ersten Mal aufgefallen. Es braucht manchmal besondere Zeiten, damit einem bestimmte Verse in der Bibel auffallen. Jetzt diese Zeit mit Corona, mit den Ausgangsbeschränkungen, auch mit dem Gefühl, jetzt gerade, eigentlich könnten wir das so langsam wieder loslegen und dann Leute gehen zurück in den Alltag. Und da kommt mir auf einmal diese Stelle in den Blick, dass Jesus seinen Jüngern eine österliche Ausgangssperre verordnet. In Lukas 24, Vers 49 sagt er, steht geschrieben, ihr sollt in der Stadt bleiben. Und genauso Apostelgeschichte 1, Vers 4, er befahl ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen. Natürlich ist das damals eine ganz andere Situation gewesen. Es geht um die 10 Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Die Jünger sollen erst dann losgehen, wenn sie mit der Kraft aus der Höhe ausgestattet worden sind, wenn sie der Heilige Geist in vollem Maße erfüllt hat. Und wer das dann einmal noch ganz genau nachliest, der wird merken, die Jünger mussten in dieser Zeit auch nicht im Haus bleiben, auch nicht im engsten Kreis. Sie waren täglich im Tempel, steht da. Die durften also in der Kirche Gottesdienst feiern. Dennoch eine Ausgangssperre. Und 2 Dinge sind mir dazu eingefallen, wo ich meine, dass durchaus ein wenig vergleichbar ist, das Ganze übertragbar auf uns. Die Jünger haben eine herausfordernde Aufgabe vor sich. Sie werden als Boten des Auferstandenen auf Widerstände stoßen, auf Anfeindungen. Schwere Zeiten stehen ihnen bevor. Etliche Apostel werden am Ende sogar ihr Leben lassen. Jesus möchte ihnen die nötige Zeit geben, dass sie sich darauf einstellen können. Dass sie sich das klar machen können, gerüstet sind, bevor sie da hineingehen. Auch für uns liegt eine schwierige Zeit. Selbst wenn es tatsächlich morgen einen Impfstoff geben würde und wirksame Medikamente, es wird trotzdem nicht alles einfach so sein wie vorher. Da sind die vielen, vielen Toten zu beklagen. Menschen, die vielleicht auch bleibende Schäden von dieser Krankheit davontragen oder eben auch Schäden von dieser Isolation. Da sind die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns, zerstörte Existenzen. Es ist gut, wenn wir uns jetzt noch einmal ein wenig Zeit nehmen, um zu erkennen, auch vor uns liegt eine herausfordernde Zeit, vielleicht die größte in unseren Lebenstagen. Gott möge auch uns dafür diese Kraft von oben geben.
Und mein zweiter Punkt, im Moment sieht es ja leider so aus, dass wir noch kein Mittel gegen die Ansteckung haben oder gute Medikamente zur Behandlung. Es muss jetzt also sehr genau abgewogen werden, ob wir die Menschen, die ein besonderes Risiko in sich tragen, besonders weiter schützen zu können. Sehr durchdachte Maßnahmen sind da gefragt, abgewogen, und die müssen auch mit guten, passenden Worten vermittelt werden. Auch dafür braucht es Zeit. Ganz ähnlich wie bei den Jüngern. Zu der neuen Situation, in der sie jetzt stehen, gehört, ab jetzt müssen sie selber reden, selber handeln. Vorher hat ihr Meister das alles getan, er hat gepredigt, er hat sie gelehrt, und jetzt müssen sie es tun. Denn so verstehe ich das Wort mit dem Heiligen Geist, der sie erfüllen soll, nicht, dass der den Menschen all das Tun, all ihr Reden diktiert, dass der sozusagen einem fertig formulierte Predigten einfach in den Mund legt. Nein, ich meine, die Jünger mussten erst einmal gemeinsam überlegen, wie sagen wir es denn am besten? Was sind denn die passenden Worte? Gerade eben, weil wir von eigentlich schwer verständlichen Dingen reden, ja von beinahe Unglaublichen. Der Tod ist überwunden. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Schon hier werden wir durch die Kraft des Auferstandenen ein neuer Mensch, von Grund auf verändert. Und das alles durch das Wort vom Kreuz. Das lässt sich nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln, darüber angemessen zu reden. Jesus verordnet seinen Jüngern Zeit dafür. Für die passenden Worte, für ein kluges und durchdachtes Vorgehen. 40 Tage und dann noch einmal 10 Tage weiteres Warten. Und selbst danach war es noch nicht zu Ende, das Lernen der Jünger. Immer noch mehr mussten sie erfahren, welche Grenzen noch alle das Wort von Ostern, die Botschaft, überwindet. Jesus gibt seinen Jüngern nach der Auferstehung Zeit. Ostern braucht Zeit. Nehmen wir uns alle diese Zeit jetzt für ein kluges Vorgehen weiter in dieser Epidemie und auch für dieses Fest, das wir in diesem Jahr so ungewohnt feiern müssen. Denn was Ostern wirklich bedeutet, das kann man nicht an einem Tag ausschöpfen. Das lernen wir ein Leben lang. Amen.
Seit etwa einer Woche steht es hier bei uns in der Kirche, ein Kreuz gestaltet mit Zeitungsberichten, Bildern der letzten Wochen, ein Kreuz für diese Corona-Zeit. Für manche vielleicht ein ungewohnter Anblick, ein Kreuz in unserer reformierten Kirche. Aber wir Pastoren hatten den Eindruck, dieses Kreuz ist ein gutes Symbol für das Leiden, das wir gerade sehen in unserer Welt. Und zugleich auch für die Hoffnung, die uns als Christinnen und Christen durch diese Zeit tragen kann. Selbst in der Tiefe des Leidens ist Gott mit dabei. Er trägt mit an den Lasten, die wir tragen müssen. Um das Kreuz herum sind Fürbitten angebracht, Gebetsanliegen, die Gemeindeglieder formuliert haben, Bitten, die sie uns zukommen lassen haben. Darum haben wir sie am letzten Wochenende gebeten. Und natürlich können Sie das auch weiterhin tun, uns solche Bitten für dieses Kreuz zukommen lassen, die wir dann hier an der Wand um das Kreuz herum befestigen werden. Das Corona-Kreuz bleibt noch eine Weile hier in der Kirche stehen, solange wir keine Gottesdienste feiern können. Mit einigen der Fürbitten, die Sie formuliert haben, die bisher schon eingegangen sind, gestalte ich heute unser Fürbittengebet. Lasst uns beten. Guter Gott, wir feiern das Osterfest. Wir feiern den Sieg der Liebe über den Tod und sehen zugleich das Leiden in unserer Welt, die Corona-Pandemie, die um sich greift und auch anderes, was gerade im Hintergrund bleibt. Guter Gott, wir danken dir, dass du da bist. Herr, bewahre diese Erde, beschütze sie. Sei bei denen, die gerade ständig gefordert sind, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, in den Krankenhäusern, aber auch anderswo. Gib Ärztinnen und Pflegekräften die nötige Kraft, ihre Arbeit zu tun, ohne dass es zu einer unüberwindbaren Belastung wird. Gib den Mächtigen dieser Welt Verstand und Einsicht, dass sie das Gute für ihr Land und für die Menschen wollen und tun. Lass sie unter deinen Augen leben, damit Güte und Treue ihr Tun bestimmen. Sei auch bei denen, die gerade nicht arbeiten können, die sich Sorgen machen, wie es weitergeht. Hilf ihnen, die Unsicherheit auszuhalten. Schenke ihnen Mut und Kreativität in dieser Zeit. Gott sei bei den Eltern in diesen Tagen. Gib ihnen Geduld und gute Worte, denn gerade kleine Kinder verstehen oft noch nicht, warum sie nicht nach draußen dürfen, um mit ihren FreundInnen zu spielen. Beschütze unsere Kinder und Enkelkinder. Nimm sie an deiner Hand. Auf allen ihren Wegen bleibe du ihnen und uns nahe. Hilf auch den vielen Flüchtlingen und ihren Kindern. Lindere ihre große Not. Wir denken an alle, die in dieser Zeit einen Angehörigen zu Grabe tragen mussten. Schenke ihnen genügend Kraft und Trost. Ewiger Gott, diese Krise macht uns Angst. Wie lange wird das noch weitergehen? Wie wird sich unser Zusammenleben verändern? Herr, gib, dass die Krise uns nicht einschüchtert, sondern dass wir zusammenstehen und uns gegenseitig so Trost und Fürsorge geben, dass deine Nächstenliebe durch uns weiterlebt. Auf deine Liebe, die den Tod überwindet, vertrauen wir. Bleibe bei uns alle Tage und stärke uns. Amen. Gemeinsam sprechen wir das Gebet, das Jesus uns selber gelehrt hat.
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, auf die Kollekte für unser Osterwochenende möchte ich Sie noch hinweisen. Auch wenn wir nun nicht wie sonst gewohnt gemeinsam hier in der Kirche Gottesdienst feiern können, haben wir uns entschieden, trotzdem diese Kollekte zu sammeln. Wir wollen in diesem Jahr die zivile Seenotrettung auf dem Mittelmeer unterstützen. Der Weg über das Mittelmeer ist die tödlichste Fluchtroute der Welt. In den vergangenen Jahren sind dort tausende Menschen ertrunken. Weil die Europäische Union ihre Rettungsmaßnahmen eingestellt hat, wurden auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund im vergangenen Jahr Unterschriften gesammelt, damit im Namen der Evangelischen Kirche ein Schiff auf den Weg geschickt wird, dorthin in das Mittelmeer. Die Evangelische Kirche in Deutschland hat diesen Impuls aufgenommen und Ende letzten Jahres das Hilfsbündnis United for Rescue initiiert, an dem sich auch unsere reformierte Kirche beteiligt. Mittlerweile ist es mit knapp 450 Bündnispartnern und vielen tausenden Spenderinnen und Spendern gelungen, ein ehemaliges Forschungsschiff zu erwerben und zum Rettungsschiff umzurüsten. Derzeit wartet das Schiff in Spanien in einem Hafen darauf, seinen wichtigen Einsatz beginnen zu können. Eine der großen Gefahren der Corona-Zeit ist es, dass immer mehr Länder sich abschotten und nur noch die eigenen Interessen betrachten. Eine Kollekte für die zivile Seenotrettung sendet daher gerade in diesen Tagen ein wichtiges Signal für Mitmenschlichkeit über alle Grenzen hinweg. Um sich an der Kollekte zu beteiligen, überweisen Sie bitte den gewünschten Betrag auf das Kollektenkonto unserer Kirchengemeinde. Die IBAN-Nummer blenden wir Ihnen ein. Verwenden Sie bitte den Verwendungszweck Ostern 2020. Außerdem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir in Absprache mit den zuständigen Behörden am Osterwochenende, am Karfreitag, am Ostersonntag und am Ostermontag jeweils von 17 bis 18.30 Uhr unsere Kirche für persönliche Andacht und Gebet öffnen. Natürlich sollten Sie auch dann sämtliche Vorsichtsmaßnahmen einhalten, aber es besteht die Möglichkeit, hier im Raum der Kirche einen Moment innezuhalten und das Osterfest auch so zu begehen. Und nun thank you.
wird sie hinausgehen in diese Osterzeit unter Gottes reichem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.